So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal um diese DVB-T-Sticks gehen, die, naja, natürlich, was Basteln angeht oder was die Bastler angeht, wahrscheinlich noch nie zum Fernsehgucken benutzt worden sind, wie auch immer. Und ja, was das Ding kann, das kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr euch das Video anguckt, ne? Denn das ist hier einfach so ein. Ja gut, hier steht drauf DVB-T, DAB und FM Stick, der zwischen 42 und 1002 Megahertz quasi alles empfangen kann. Und wenn man sich hier so eine Software, die sich SDR Sharp nennt, runterlädt, dann kann man das eben als ja, kleinen Breitbandscanner benutzen. Und ja, das will ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie das dann normalerweise funktioniert und was ich hier dran verbessert habe. Bis gleich. So, ne, hier ist er jetzt mal angeschlossen und ja, ich habe jetzt hier mal UKW-Radio angemacht mit SDR Sharp. Funktioniert ja soweit ganz lustig, ne? Wir können jetzt hier auch eben bis 42 MHz runtergehen. Ups, 42. Ne, haben hier auch so einen schönen Spektrum-Analyzer, der jetzt zwar nur so um die 2 MHz Bandbreite hat. Was jetzt nicht so viel ist, also als vollwertigen Spectrum Analyzer kann man es nicht benutzen und wir können auch auf die 1 GHz hochgehen. Ne? Aber naja, Problem ist eben, okay, hier sind wir jetzt schon ein bisschen zu hoch. Problem ist eben, ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte, ne, ich meine, wir können jetzt, ne, es geht bis 42 MHz. Also wenn ich unter 42 gehe, das was ich jetzt noch anzeigt, das sind nur irgendwelche Aliasing-Frequenzen, ne? Und ab hier 26 kommt dann überhaupt erst irgendwas. Und das ist natürlich ziemlich, naja, nee, scheiße, oder? Das bringt uns ja nichts. Als Kurzwellenfreund, ja, würde man doch gerne Kurzwelle oder alles Mögliche drin haben. Tja, ich glaube, es gibt da schon fertige Sachen zu, aber was da preislich ist oder so, das weiß ich nicht. Deswegen, naja, habe ich hier mal eine kleine Schaltung aufgebaut, die hier folgendermaßen aussieht. Naja, sieht aus wie ein kleiner wilder Haufen. Aber was diese kleine Schaltung kann, das werde ich euch gleich mal zeigen. Schaltplan werde ich noch einzumachen machen und dann noch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, das wäre einfach mal die Schaltung hier. Und so, ich werde die jetzt hier einfach mal anschließen. Moment. Okay, würde dann letztendlich so aussehen. Ne, hier einfach verbunden. Und ja, dann gehen wir jetzt zuerst mal wieder in unser SDR Sharp rein. Wählen hier jetzt oben gleich mal die Quarzfrequenz von 48 MHz aus. Machen dann hier unten, Moment, bei, wo ist es? Frequency Mint? Ne, nicht Frequency Mint. Pass auf, Zoom FFT, genau. Bei Zoom FFT machen wir bei Enable IF den Haken rein. Gehen dann hier auf die Quarzfrequenz. Und dann sehen wir hier, dass die Quarzfrequenz nicht genau bei 48 MHz ist oder die Quarzfrequenz eures Sticks, je nachdem. Jetzt tun wir das hier einfach mal so möglichst genau auf die ganz genaue Frequenz ziehen. Wäre jetzt hier. Und das wären dann in meinem Fall 47,981054. Und diese Frequenz wiederum, ja, schön, diese Frequenz wiederum, die tragen wir jetzt. Also die merken wir uns quasi und das wären dann hier und tragen die dann hier bei Shift ein. Das heißt, die steht ja hier oben und dann tun wir hier einfach, ich trage die hier mal, also man muss ein Minus davor machen, quasi minus die Frequenz bei Shift, also in meinem Fall 054, machen wir Enter, dann haben wir das hier erfolgreich getan, können den Haken bei Shift erstmal wieder rausmachen. So, und jetzt geht's hier mal weiter. Eigentlich, also ich werde hier den Ausgangskondensator noch anpassen. Der ist jetzt hier in meinem Fall noch zu groß, deswegen muss ich hier jetzt einen kleinen Trick verwenden, den ich euch mal kurz zeigen werde. So, das hier wäre der Trick, quasi nicht direkt verbinden, sondern einen kleinen Luftabstand lassen. Und ja, die Schaltung muss natürlich schon vorher mit der Stromquelle verbunden sein, damit ihr die Quarzfrequenz bei Shift eingeben könnt. Und dann können wir nämlich jetzt hier, ich gehe jetzt hier einfach mal ganz runter, also auf 0. Dann machen wir hier mal, ja, meine Schaltung ist angeschlossen, den Ton an. Wir sind jetzt hier bei 0 Megahertz quasi. Drehen das hier mal etwas auf.
dann machen wir hier nämlich bei Shift den Haken rein und wir sehen, wir haben bei 0 MHz Sender. So, ich gucke jetzt einfach mal, wir wollen jetzt testweise, gehe ich jetzt einfach mal hier ins Kurzwellenband. Also machen wir mal irgendwie 5 MHz. Ja, hier sind Sender, genau. Also 5 MHz AM, das hier wäre mal Radio Romania International. Ja. Funktioniert. Und zwar ziemlich gut. Wenn das hier noch besser so richtig verbunden ist, geht das Ganze noch besser. Und wir können jetzt mal gucken. Moment. Ah, oh Moment. 6090. Na? Selbe. Okay, hier ist ein bisschen, ne, weil das jetzt hier nur Luftkondensator ist. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Okay, CB-Funk müsste jetzt auch drin sein. Mal gucken. Habe ich noch nicht ausprobiert. 26. Hier ist irgendwas. Okay. Da kommt Musik. Das ist ziemlich komisch. Naja. Wie kommt das zustande? Aha, das ist nochmal der Radiosender. Auf der doppelten Frequenz. Okay, dann stimmt da irgendwo ein Arbeitspunkt noch nicht ganz. Ja gut, das werde ich noch anpassen. Also Schaltplan wird dann in angepasster Form kommen. Aber grundsätzlich funktioniert das schon mal. Was ich schon mal nicht schlecht finde. Gucken wir mal. Okay, hier wäre es dann wahrscheinlich. Das wäre jetzt wahrscheinlich die Oberwelle vom Local Oscillator, also vom 48 MHz Quarzoszillator. Ja, es funktioniert noch nicht optimal, aber es funktioniert, wie ihr schon mal hören konntet. Und deswegen, ja, ich werde das Ganze so weit verbessern, dass das hier möglichst besser balanciert ist und ziemlich gut funktioniert. Und ja, dann kann man die hier nämlich auch, die Sticks, mit einer einfachen Schaltung von einem niedrigeren Frequenzbereich verwenden. Und ja, das war es dann auch soweit erstmal. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Ja. Ach ja, noch eine Frage. Wenn das Ganze hier funktionieren würde, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon halten würde, wenn das Ganze dann als ein, naja, sauberer Aufbau im eBay zu verkaufen wäre, von ja, Kalk 1 Kalk persönlich gebastelt. Und naja, wie gesagt, bis später, Leute. Haut rein.